So, und herzlich willkommen zurück. Jo. Normales leeres Fass. Hier liegt ein Beutel im Fass. 100 Phila. Normales leeres Fass. Normales leeres Fass. Okay. Flugdrache. Okay. Das ist cool. Das sieht nicht schlecht aus, muss man sagen. Ist schon cool. So, Abraktasturm, die dritte. Hier gibt es bestimmt auch was zu lesen. Nichts Wertvolles. Boah, zwei Flugdrachen. Ich habe so das Gefühl, die Gegner werden immer stärker, aber die machen kaum Damage. Jawohl, Crit! Crit! Bam! Schluck meine Eier, du Noob! Nichts Wertvolles. Hier liegt eine Flasche im Regal. Bluttrank. Nichts Wertvolles. Nichts Wertvolles. Super. Ihr wisst doch. Große Seelen. Ich muss mal wieder große Seelensteine machen. Mache ich doch gleich mal. 54. Seelensteine herstellen, drauf geschissen, komm. Nimm alle, dann habe ich wieder genug. Passt. Gegenstand, Blutflasche, wunderbar. Vielleicht ein bisschen overpowered. Nichts. Okay. So. Hier gibt es noch einen dunkler Lord. Das ist aber passt schon. Also nicht, wenn sie ausweichen, aber komm, das passt schon. Kritischer Treffer. Wunderbar. Was will man mehr? Alter, kritischer Treffer, nicht schlecht. Ich muss das Schicksalsspiel noch 1 Million Milliarden Mal machen, damit ich auch die zwei anderen Vampirhelme bekomme. Ich glaube nicht, dass sie nötig sein werden. Dafür bin ich eigentlich ganz gut ausgerüstet und gelevelt. Aber trotzdem. Ein Tacken ist ganz cool. Ich weiß nicht, ob es da was gibt. Ich gucke einfach mal nach. In der Regel wird da nichts dabei sein. Hier gibt es auch einen kleinen Geheimgang. Ich verstehe. Ich nehme den Geheimgang diesmal. Das ist cool. Das ist okay. So, gibt's hier irgendwas? Nur ein normales leeres Fass. Leeres Fass. Leeres Fass. Okay. Gut, hier kann ich nicht großartig lang. Ja, komm. Die sind jetzt nicht so tragisch. Ich dachte schon, jetzt falle ich wieder runter in diesen Teleportraum. Boah, das wäre so asozial. Hier gibt es noch zwei Truhen. In dieser Ebene, aber da komme ich von hier nicht rein. So. Kann ich? Ich hoffe, ich kann diesen Dingsbums skippen. Aha. Blick der Geister ist wunderbar. Es ist einfach super. Kannst du sagen, was du willst. Es ist super. Komm schon. Yeah. Oh, Asuka, du bist ein Schatz. Super.
Crit und feuerfrei. Ha! Ja, muss ich da einmal noch. Okay. So. Dieser Raum wird auch ganz ganz lustig, aber ist okay. Ist okay. Ich verstehe. Ich guck trotzdem nochmal mit dem Blick der Geister hier durch, ob es hier irgendwas gibt. Ah, Giftregen. Ist jetzt nicht das Optimale. So. Okay, jetzt. Mal ganz kurz überlegen. Okay. Ich muss hier runter. Oh, wird das. Ist das mies. Ich meine, es geht noch. Es hält sich noch humanen Grenzen. Die Frage ist: Wo muss ich lang? Nicht wo muss ich lang, sondern wo will ich lang? Ich gehe nach links erstmal. Vielleicht finde ich da ja was. Man weiß es nicht. Könnte natürlich. Ja. Ja, doch. Cool. Allein ist im Arsch. Oder fast. Alter, Allein. Leben am Limit. Oh, komm schon. Wunderbar. Elaine, du bist mit deiner Vampirheilung einfach eine Zuckerbraut. So, hier kommen wir überall hin. Das ist ganz cool. Das ist genau das, was ich gesucht habe. Wunderbar, super. Freue ich mich. Hier unten hin, genau dahin wollte ich. Gucken, was hier so gibt. Oh, diese Flugdrachen. Ja, machen auch. Macht aber nichts, finde ich. Ist okay. So, Speicherstein. Da fällt mir ein, apropos Speicherstein, ich sollte doch mal speichern. Das ist ja, komm, passt schon. So, 48 sind wir. Wird ein hartes Ding. Wird ein hartes Ding. Alter, ernsthaft. Dass sie so oft ausweichen, ist ein bisschen komisch. Aber na gut, Abwehrsystem ist dafür natürlich auch das härteste im Spiel. Soll zumindest das härteste oder das komplizierteste im Spiel sein. Komm, Asuka, Crit, ne? Naja, nicht wirklich. Na gut, macht aber nichts. So.
Jetzt geht's hier lang, hier noch eine Treppe hoch und dann kommen wir in den Raum, den wir eben gesehen haben. Mystischer Ring. Schön. Schöne Statue eigentlich. Hat was. Alter, stell mal vor, du wohnst in so einem Turm. Da ist aber hier. Da kriegst du aber keinen ungebetenen Besuch. Auf keinen Fall. Abraxas, du bist wie Aska, warum musst du es übertreiben? So, das haben wir. Jetzt geht's zurück. Dann haben wir diese Ebene auch fertig. Es ist wirklich cool. Also ich kann es euch wirklich nur raten. Also das, wie ich mache auf dem zweiten Bildschirm, die speziell für Abraxas Turm, die Komplettlösung, wenn man euch einfach die Ebenen in Ruhe anguckt. Weil ansonsten hier blind, das da würde ich wirklich aufgeben. Das ist wirklich der Fall. Bin ja normalerweise eher der Typ, der sich auf sowas immer ganz gerne einlässt, aber ich weiß nicht, wie oft ich Malex verflucht habe für diesen Turm. Wie man den so asozial machen kann. Ich glaube, ich habe sogar die Schulter Computerbild gegeben. Ja, Computerbild-Spiele, glaube ich, war das. Wo diese Spiele mal auf der CD drauf waren. Oder war es PC-Games? Oder Screenfun? Ich weiß es nicht ganz. Auf jeden Fall war dieser Turm einfach ätzend. Ist immer noch ein hartes Stück Arbeit, sage ich ganz ehrlich. Aber, also ohne Komplettlösung. Also ist immer noch ein hartes Stück Arbeit, obwohl ich den richtigen Weg auf der linken Seite drin habe. Wie gesagt, ich will ja trotzdem so viel wie möglich mitnehmen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ohne Komplettlösung. Never, never, Leute, never. Und natürlich halt auch dieses Ganze schon hier vorab gelevelt. Na, da müsste doch bald auch wieder Level 49 haben. Oder wie viel brauchen die Jungs dann noch? Ja, 38.000 ungefähr noch. So, jetzt komme ich hier hin. Okay. Ich warte jetzt, bis die rüberrollen. So, der richtige Weg wäre jetzt nach rechts. Ich will aber den falschen Weg gehen. Damit ich unten an die rote Truhe rankomme. Das wird wahrscheinlich der Fall sein. Ansonsten unten links soll auch noch eine Truhe sein. Das sind so die Sachen, die würde ich einfach auf gut Glück probieren. Komm schon. Mal neue Kopfhörer kaufen. Mir wird das Kabel hier nämlich langsam fest. Ist aber nur das Plastik. Ist aber nur das Kabel außen, nicht das Kupfer. Sieht man auch schon hier dran. Das ist einfach nicht mehr. Richtig. Und weich. Ist aber normal, dass bei solchen Kabeln nach einer Weile, wenn die mit der Haut in Berührung kommen, wird der Weichmacher von den Kabeln einfach ausgewaschen. So. Antiker Vampirring, ja, sind schon coole Sachen drin, aber es sind halt, ja, Antiker Vampirring, Heilungsrate plus 1 oder plus 2 ist zwar ganz nett und die sind auch irgendwie wertvoll, aber ich muss sagen, ich weiß nicht so richtig, ich kann diesen Vampirring einfach, außer halt den Namen und vielleicht das Aussehen, was ich mir darunter vorstelle, von den Werten her kann ich mir eigentlich nichts davon ausmalen, da gibt es bessere Ringe. Meine Heilungsrate jetzt innerhalb von Kämpfen jetzt nicht so super ist.
Na kommt, ihr Lümmel. Habe ich schon mal gesagt, ne, dass diese Random-Kämpfe alles ungemein ultra schwer machen. Also wie gesagt, beim Farmen ist es ja okay, aber hier diese Rätselräume, die sind so schon schlimm genug. Aber diese Kämpfe, also wenn ich jetzt nicht so schon diese Vampir-Ausrüstung und alles gehabt hätte, dann... Puh. Also mit dem ärgere ich mich ja immer noch so ein bisschen rum. Ist ja nicht so, dass ich die direkt one-hitte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig glücklich. Ich hätte auch schwächer hier reingegangen. Ich wäre auch schwächer hier reingegangen. Aber das kriegen wir hin. Jetzt gehe ich den richtigen Weg, weil jetzt habe ich alles, fast alles. Ich kann mir, glaube ich, vorstellen, ob es noch einen Geheimgang gibt. Hier gibt es nämlich noch eine Truhe. Wenn ich die nicht schon aufgemacht habe. Ich weiß nicht, was drin ist. Wahrscheinlich ein Speicherstein oder so. Aber das kriegen wir hin. Ja, kritischer Treffer. Und weg mit dir. Und kritischer Treffer, weg mit dir. Ah, okay. Hat mich Aska ein bisschen enttäuscht. Aber das passt schon. Das kriegen wir hin. Ist kein Problem. Das ist wirklich so eine Scheiße. 1, 2, zack. 1, 2, zack. 1, 2, zack. Och, komm schon. Das ist... Der Turm ist Arschloch genug. Starke Seele. 54. So, jetzt geht's die Treppe nach oben. Ich nutze einfach mal die Frechheit und speichere jetzt mittlerweile ab. Weil ich nicht weiß, wann Abraxas kommt und ich will jetzt unvorbereitet nicht auf den Penner treffen. Werdet sehen, warum. So. Hier gibt's auch wieder viel zu entdecken. Ach du Scheiße. Das wird ein Spaß, die nächste der nächste Raum. Deswegen gucke ich mich dann wo um. Yeah.
wird mir zu lange, Leute. Ich werde jetzt einfach versuchen, den direkten Weg zu gehen, weil wenn ich jetzt alles abgrase, die nächsten Räume werden noch schlimmer. Nee, die sind zwar schön, sieht aber auch so aus, als wenn da nichts Großartiges wäre, sondern wirklich nur... So, hier lang. Nichts, was sich lohnt. Hier liegt eine Flasche im Regal. Nichts drin, okay. Da sind schon lustige Sachen drin. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, aufgrund von Zeit, ich will jetzt nicht 1 Million Sachen im Abwachsturm verbringen. Warte mal. Ja, wollte schon sagen. Da fehlt nämlich noch was. Dürfen wir nicht vergessen, wir müssen ja noch die Schwester suchen. Die ist auch hier, soll auch hier im Apparatastrum drin sein. Wenn wir schon mal hier sind. Boah, 3 Parts nur Abraxas Turm. Aber na gut, dann ist das so. Was haben wir denn hier? Ein Höllenhund. Wunderbar. Kennen wir doch. 3-köpfiger Cerberus. So, gibt's hier noch irgendwelche roten Truhen? Sehe ich nicht. Von daher, diese kleinen Truhen, da war bis jetzt immer nur Müll drin. Von daher, sorry, aber Kleintruhen können nicht mal. Weil ich habe keine Lust, hier 10 Parts allein nur in Abraxas Turm rumzulümmeln. Wir sind schon bei 3. Und das waren immer so 30 Minuten. Also 1,5 Stunden Abraxas Turm, Leute, ist gut. Ich habe natürlich auch ein bisschen nachgeguckt. Aber wenn man mal das Nachgucken absieht, im Vergleich zum Herumirren, das wäre dann zu viel, Leute. Also Abraxas Turm riesig, ja, aber 5 Stunden einfach nur irgendwelche Räume ziehen. Oh, zum Glück hast du einen Crit gemacht und du auch, Elaine. Oh, super, weil der Walner, der Asuka war ja gerade ein bisschen blind. Okay, verdammt, warum ist das hier so dunkel? Merkwürdig, ich kann auch nicht besonders weit sehen. Diese Dunkelheit ist magischer Natur. Weil normale Dunkelheit ist für Vampire ja kein Problem. Okay. Hier gehe ich strikt nach Weg vor. Weil das wäre mir dann zu blöd. Weil hier rumirren, Leute, das ist... Boah. Boah. Ich kann mich dran erinnern, das wird... ekelhaft, es wird wirklich eklig. Wie gesagt, wenn gewünscht, kann ich auch nochmal die Komplettlösung hier in die Videobeschreibung packen oder in den Kommentaren, wenn gefragt wird, da könnt ihr gerne das eine oder andere nochmal nachfragen, aber da das nicht der Fall ist, ist mir das auch relativ egal. Wenn gefragt wird, yo, wo hast du eine Komplettlösung, ich will selbst zocken, dann mache ich das. Aber bis jetzt wollt ihr das Spiel nur sehen. Okay, dann runter. Hier lang.
muss gleich nochmal gucken, wie viele starke Seelen ich habe. Dann kann ich nämlich meinen Wallen noch ein bisschen verstärken. Warum macht der nur 96 Damage? So, starke Seele 74. Dann gehe ich nochmal. Habe ich jetzt starke Seelensteine, ja, 10 Stück, okay, Seelensteine herstellen, starke Seele, 10 Stück, das passt und der Rest wird mit Walners Stärke verknüpft. Jetzt habe ich natürlich die Golem-Beschwörung verkackt, aber ist eigentlich relativ egal. Ich finde es ein bisschen schade, dass man nicht direkt mehrere Seelen nehmen kann. Man kann halt immer nur eins nehmen, sodass man sagt, okay, ich habe 90 starke Seelen, ich brauche 10 Stück, also kann ich gleich 9 Punkte auf Stärke machen. Das wäre super. Aber irgendwie scheint das alles hier so, ich weiß nicht, irgendwie so ein bisschen, es zieht sich so in die Länge. Viele Einstellungen hätte man einfach besser machen können. Den Dämon habe ich verkackt. Also macht aber nichts. Ich muss nur gucken, wo ich gewesen bin. So, einmal kann ich noch. Auch bald ein Level ab. Das ist gut. Okay, hier bin ich hier. Hier gibt es einen Geheimweg. Das war einfach jetzt wirklich Instinkt. Da habe ich ihn nicht nachgeguckt oder so. Vor allem ist hier nur der Mainweg. Ist in der Komplettlösung nur der Hauptweg eingekreist. Vampirstein. Oh, super, den nehme ich. Dann hier lang, dann hier runter, dann komplett runter, alles andere sind Fallen. Hier lang und dann hier hoch. Der Rest ist so ein Wirrwarr. Obwohl die Ebene geht, die ist nicht ganz so asozial gemacht, wenn man die als Ganzes aufgehellt sieht. Aber da gibt es, wie gesagt, eine Truhe haben wir gefunden. Ansonsten sind es alles nur Sackgassen, dann hast du noch andere zwei Truhen. Wovon ich eine hätte eigentlich nehmen können, aber drauf geschissen. Weil da ist ja sowieso nichts drin. Vampirring vielleicht oder Vampirstein und so ein Scheiß. Davon haben wir eigentlich mehr als genug. Ich will hier trotzdem nochmal sicherheitshalber speichern. Hier geradeaus. Komm, Cerberus. Mach Sitz. Höllenhund. Wunderbar. Mach Platz aus. Stell mal vor, die kriegen alle einen riesen Knochen. Hey, boxen die sich drum. Okay, nein, nein, hier rein. Durch, komplett durch. Alles andere sind Sackgassen und dann nach oben. Komplett nach oben durch. Super. Dann machen wir die nächste Ebene im nächsten Part. Dann haben wir nämlich hier auch schon 30 Minuten voll. Ich will euch auch nicht zu stark lang... es wird ja immer dunkler hier. So, speichere ich nochmal. Wer weiß, was im Let's Play so passiert in den Aufnahmen. Wunderbar. Und dann macht's gut. Bis zum nächsten Part, Leute. Ciao mit V.